Damit es jetzt nicht so lange dauert, fange ich jetzt auch ohne Umschweife an. Servus. Die Vorzeichen. Oh, das ist aber nett. Lasst ihr vielleicht die Herrschaften nur kurz durch. Ich glaube, die müssen da irgendwie rausfahren, aber. Wir müssen uns ja gegenseitig ein bisschen helfen. Nach hinten rausfahren, geht auch. Okay. Was sagt ihr? Ich habe das Gefühl, die Vorzeichen stehen auf Krieg. Sehen Sie nicht? Wisst ihr, ich habe mich irgendwie gefragt, woher entsteht dieses Gefühl und warum habe ich das Gefühl, es könnte so weit kommen. Und ich glaube, es hängt einfach damit zusammen, dass Kriege wirklich sehr willkommene Katastrophen sind. Und zwar willkommen in dem Zusammenhang, wenn man sich einmal überlegt, wer derjenige ist, der die Katastrophe dann beheben soll. Ich gebe euch ein schönes Beispiel. Das hat jetzt nichts unbedingt mit Krieg zu tun, aber ihr kennt natürlich alle die Geschichte der Kernspaltung in Tschernobyl, dem Unfall, der geschehen ist. Bis heute gibt es ja da keine Lösung eigentlich, ja, für dieses Unglück. Es gibt keine abgeschlossene Hülle für diesen Reaktor, sondern der strahlt immer noch so vor sich hin. Und da wurde jetzt ein gewaltiger Sarkophag gebaut. Ja? Also so eine Art Betonmantel. Riesengroß. Kostet zig hundert Millionen Euro. Und ich habe dabei eines gedacht, als ich diese Meldung gelesen habe, dass jetzt dieser Sarkophag fertiggestellt wird. Wer baut denn den? Das baut nicht der Staat. Ja? Das baut auch keine NGO. Das baut ein privatwirtschaftliches Unternehmen, das daraus Profit schlägt. Ja? Genau um das geht's. Katastrophen sind ein unheimlich gutes Geschäft einfach. Und wenn man sich überlegt, naja, heutzutage, es gibt zwar viele Naturkatastrophen, aber es könnten schon noch ein paar mehr sein. Das ist ja gut fürs Geschäft. Dann ist es relativ leicht, den Schluss zu ziehen, okay, dann wäre eigentlich ein Krieg wieder mal eine willkommene Katastrophe, oder? Nur blöd ist halt, Krieg muss man gegen irgendwen führen. Ne? Ist halt scheiße, wenn man halt Krieg gegen. Ich meine, man kann zwar irgendwas bombardieren, keine Ahnung, Franz Josef Land oder so, wo keiner lebt, aber ist irgendwie blöd, ne? Und irgendwie kommt man es jetzt immer mehr so vor, dass es eigentlich gar nicht der Russe ist, der da die Zielscheibe ist. Ganz ehrlich. Ich glaub, der Sinn und Zweck von dem ganzen Ukraine-Konflikt war von Anfang bis Ende einfach nur Sanktionen hervorzurufen gegen die Russen. Ich glaube, das war's. Ja? Aber an einem anderen Schauplatz hat sich dafür etwas im Windschatten entwickeln können. Und das ist der ganze Konflikt mit Islamischer Staat IS. Die sind urplötzlich in den Medien aufgetaucht. Ist euch das aufgefallen? Ich hab den Namen vorher noch nie gehört von dieser Organisation und ich kann mich ziemlich genau an den Zeitpunkt erinnern, als ich zum ersten Mal, ich schaue so gut wie nie Fern oder Zeitungen oder was auch immer, aber als ich zum ersten Mal darauf gestoßen bin und dann urplötzlich war alles voll. Ja? Alle Medien waren voll davon. Und ich habe davor noch nie etwas davon gehört. Das Interessante ist, was das jetzt für eine Wirkung hat, für ein Echo in der Gesellschaft. Achtet einmal ein bisschen darauf, wenn ihr mit der U-Bahn fahrt, oder mit der Straßenbahn, oder wenn ihr auf der Straße entlang geht oder sonst irgendwas, achtet mal darauf, auf die Gesprächsthemen, die da so kommen. Und wenn das Thema oder der Begriff Moslem oder Islam fällt, achtet nur mal drauf, hört nur mal zu. Das ist wirklich erstaunlich, wie die Leute darüber, über generell sozusagen, wirklich über den Islam diskutieren, weil sie etwas über Islamischer Staat gesehen haben. Ja? Also, im Fernsehen kommt ein Wahnsinniger, der ist komplett schwarz anzogen, hat eine Puffe in der Hand und schreit irgendwas Unverständliches und fuchtelt mit dem Koran herum. Und im nächsten Moment sitzt jemand da in Wien in der Straßenbahn und sagt, ja, das ist ja Wahnsinn mit den Moslems, oder? Jetzt kommen sie alle. Ich glaube, das ist die eigentliche Richtung, in die es gehen soll. Es geht darum, diese Religionsgruppe weiter zu verhetzen. Und den Eindruck zu erwecken, dass dieser Islamische Staat, dass das Repräsentanten sind des Islam. Ja? Also sprich, das ist nicht sozusagen, ja, ist ein eigenartiges Phänomen, ja, das ist irgendwie so ganz am Rand. Nein, nein, so in die Richtung, in die Richtung geht's, ja, Freunde, in die Richtung, yeah, das ist Islam. Welcome to Islam.
Und um das zu untermauern, habe ich ein bisschen recherchiert. Und zwar zum Thema, zum Begriff Islamismus. Das ist ganz interessant. Ich war auf Wikipedia. Und da wird Islamismus folgendermaßen beschrieben. Der deutsche Politologe Armin Falk Trauper nannte 2011 in einem Dossier für die Bundeszentrale für politische Bildung folgende Punkte als typische Merkmale des Islamismus. Vorsicht. Absolutsetzung des Islam als Lebens- und Staatsordnung. Gottes statt Volkssouveränität als Legitimationsbasis. Der Wunsch nach ganzheitlicher Durchdringung und Steuerung der Gesellschaft. Ganz wichtig. Homogene und identitäre Sozialordnung im Namen des Islam. Und. Ich werde jetzt einmal nicht fortsetzen. Ja? Und das Interessante ist, Wikipedia, sollte man annehmen, ist eigentlich ja, relativ neutral, unter Anführungszeichen. Ja? Sollte man annehmen, weil schließlich ist es ja eine Wissensdatenbank, die von der Community gepflegt wird. Und da habe ich etwas sehr Interessantes gefunden, und da steht bitte im Wikipedia-Artikel, der nicht als fragwürdig markiert ist oder so, sondern als geltend. Ja? Und da steht irgendwie drinnen, ja, irgendwie, also diese Punkte, die ich hier jetzt genannt habe, das Außergewöhnliche ist wirklich, dass das eigentlich nur im Islam so vorkommt. Also so in Richtung, ja, alle Weltreligionen haben natürlich irgendwo ihre Ecken und Kanten, aber der Islam, der hat da irgendwie einen besonderen Klopfer. Und das finde ich sehr interessant. Ich habe mich dann ein bisschen weiter erkundigt darüber, wie ist es denn eigentlich, ja, wie ist es unter den Katholiken? Ja? Na. Na, interessant finde ich nämlich eine besondere Gruppe der Katholiken und Protestanten waren gemeint. Ganz interessant finde ich die Gruppe der Evangelikalen. Ich weiß nicht, ob jemand euch das etwas sagt. Interessant ist, nach einer Auszählung von 2008 sind 18% der US-Amerikaner zugehörig einer der Mainline-Kirchen. Das bedeutet im Prinzip im weitesten Sinne den Evangelikalen zuzuordnen. Das Interessante ist, wenn man sich mit Evangelikalen, ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, wenn man sich mit denen auseinandersetzt, es gibt auch unter denen extreme Tendenzen. Viele Evangelikale folgen einem traditionellen Interpretation der Bibel und beharren auf die Irrtumslosigkeit der Bibel. Ihr könnt euch erinnern an das, was ich vorher über den Islamismus gesagt habe. Ganz interessant finde ich auch, dass diese Evangelikalen sich zusammenfinden, um eigene Bildungsinstitutionen aufzubauen. Unter Umständen beispielsweise das Patrick Henry College. Und ich lese hier etwas vor, das ist in der FAZ geschrieben worden. Ja, das ist keine Verschwörungstheorie oder sonst irgendwas. Und zwar, da beschreibt eine Autorin, dass sie dort war in diesem Patrick Henry College. Das ist eine Autostunde entfernt von Washington. Und sie beschreibt das als einen Brutkasten der evangelikalen Elite. Es wurde vor 12 Jahren gegründet. 340 Leute studieren hier Fächer, die Regierung heißen. Oder Strategic Intelligence, das heißt auf Deutsch alles, was irgendwie mit Agenten zu tun hat, oder Staatsfinanzen und Steuerwesen, das ist sehr gut für zukünftige Finanzminister geeignet. Fast 90% der Studenten haben zuvor noch keine Schule von innen gesehen, sie wurden aus religiösen Gründen zu Hause unterrichtet. Schulen, die im Biologieunterricht Sexualkunde und Evolutionslehre lehren, sind tabu. Das College, und das steht bitte sogar offiziell so auf der Webseite, das College hat eine Mission. Amerika vor dem Untergang zu retten, vor dem Abgrund, dem entgegen Barack Obama das Land in ihren Augen in den vergangenen 4 Jahren gelenkt hat. Junge, konservative Christen sind die Soldaten in diesem Krieg. Am Patrick Henry College werden sie ausgebildet, um eines Tages an der Front zu kämpfen. Als Politiker, Filmemacher oder Unternehmer sollen sie die amerikanische Gesellschaft zurückerobern. So viel dazu, dass der Islam die einzige Religion ist, die irgendetwas vielleicht infiltrieren möchte in der Gesellschaft. Ja? Also bitte, wenn ihr so etwas hört oder lest, lasst euch von diesem Scheiß einfach nicht in seine Hetze treiben. Ja? Lasst euch da nicht reintreiben. Der Islam hat seine Berechtigung wie jede andere Religion auch. Der Islam hat seine extremen Tendenzen wie jede andere Religion auch. Und nur weil uns jetzt ein Bild präsentiert wird, von Menschen, die wir nicht kennen, wo wir selber nicht genau wissen eigentlich, woher die plötzlich aus dem Untergrund gekommen sind, dürfen wir nicht
Mitmenschen, die hier mit uns beispielsweise in Wien oder in Europa leben, diskreditieren. Das hat damit nichts zu tun. Danke.